Moin Moin und willkommen zurück zu Street of Rage 4 mit Rick. Hallo. Die Story wollen wir überspringen, oder? Ja, bitte. Ganz schnell. Ja, wir sind mittlerweile in der 7. Mission. Die Mission nach der 6. und vor der 8. Nicht vor der 9., sondern vor der 8. Ja. Wir eigentlich ducken. Hier, wir haben eben schon mal kurz gespielt. Rick, was hatte einen Disconnect, falls euch das interessiert. Hier kommen gleich immer so Dinger, wo man springen muss, ne? Achso, da steht ab, okay. Oh Gott, das wird mich umbringen. Ducken kann man sicher nicht, also. Ducken kann man nicht? Nee. Okay, ja, oh Gott. Alter! Okay, kannst du dem ausweichen? Ja, also dem ersten bin ich ausgewichen und dem zweiten habe ich gerade gegen die Polizisten gekämpft. Ah, ich hab's nee, keine Chance. Das ist aber echt schwer zu timen, das ist echt mies. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das Spiel scheiße ist, aber. Wir tun es mal an. Oh Gott, da kann ich. Oh Gott. Und wieder einer? Ja. Ich hab's geschafft. Ich nicht. Du musst halt rechts gucken, wenn das kommt und dann sofort drücken. Ja, ich sehe das nicht, das ist viel zu schnell. Jetzt habe ich Angst, bleib mal links. Wow, ich hab's geschafft. Ja, ich wollte eigentlich eine eklige Off-Topic-Geschichte erzählen, aber ich glaube, in dem Level vergesse ich das. Das machen wir vielleicht im nächsten, falls wir da hinkommen. Ja. Ich trau mich gar nicht weiterzugehen, weil dann bestimmt wir gleich laufen. Dieses nervige Ding kommt. Ich habe übrigens die ganze Steuerung schon vergessen. Ich auch. Ich weiß nur, dass man nicht Y drücken durfte. Ja, das kann man schon drücken, aber halt vorsichtig. Ja. Wir haben das vor einer Woche aufgenommen ungefähr. Richtig. Ich habe alles vergessen, außer das Springen und Schlagen, das weiß ich noch. Ich weiß noch, dass die Musik ziemlich geil war. Und das Gameplay so mittelmäßig tatsächlich. Aber nicht mittelmäßig schlecht, sondern einfach mittelmäßig. Das ist so meine Erinnerung, die ich an das Spiel habe. Au. Und dass die Bosskämpfe immer unfair sind. Ach ja, das. Dieser Move war ja. Aua. Ja, und die Dinger hasse ich immer. Das ich bin tot. Teile. Ja, Glückwunsch. Danke. Gut gemacht. Aber wir haben ja die Möglichkeit, auch wenn du das nicht willst, aber wahrscheinlich werden wir so oder so irgendwann machen müssen, die Leben hochzustellen. Na, eigentlich nicht. Dann wirst du jeden Boss ab jetzt alleine machen müssen. Wahrscheinlich. War das bisher jetzt anders? Ich habe zweimal mitgemacht. Ja. Nein, immerhin. Warte, Go steht da. Warte mal, ich will die Stange nehmen. Oh nein. Achtung. Ja, ich habe die Sprungtaste also gedrückt, aber... Du musst in dem Moment, wo das absteht, musst du drücken. Habe ich gefühlt. Achtung. Oh mein aber Gott. Ach, das bist du. Ich wollte dich gerade schon... Das ist aber nicht nett von dir. Achtung. Boah, letzte Sekunde. Ich trau mich in dem Level gar nicht nach rechts zu gehen, weil ich immer Angst habe, dass dieses Ding kommt. Wo man hier gar nicht... Oh, jetzt kommt es wieder. Das geht eigentlich. Und ich wollte doch eine eklige Off-Topic-Geschichte erzählen, aber nein. Aber nicht jetzt beim Boss. Nee, auf keinen Fall. Estel. Die heißt Estelle. Estel. Oh, ein Kanten! Okay, ist auf jeden Fall sehr emanzipiert. Das können wir schon mal Snake. Lass mal nach rechts gehen, vielleicht sind da Items oder sowas. Apfel. Ja, ich hätte den eher gebraucht. Nimm du mal das. Wie geht das? B, okay. Stern. Ich würde trotzdem bevorzugen, eher links zu kämpfen, weil bestimmt gleich irgendwann. Alter. Die steht doch bestimmt auf BDSM, die sieht doch so aus. Natürlich. Natürlich. Mit Handgranaten. Eieiei. Aber. Oh, jetzt geht's los. Was ist jetzt los? Ich weiß nicht. Achso, wir haben ja diese komische Ultra-Attacke. Ich weiß nicht mehr, wie die geht. Ich drück mal alle Tasten. Ich glaube LT und RT. Nee, das war's. LB und RB? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ach so. Y und B. Ah, ich hab sie jetzt verkackt. Ah ja, sowas. Du hast die noch. Zweimal übrigens. Nur so als Anmerkung. Wow. Hast du eine Granate? So. Ich bin gleich über. Ach ne, man hat noch ein nulltes Leben, glaube ich, ne? Ja. Aber die Stage ist unglaublich kurz. Waren die nicht letztes Mal länger? Ja, vielleicht kommt da noch was. Ich hoffe nicht. Komm ich noch. Boah, das war eine gute Kombi. Ja. Ich will die andere Granate auch nochmal nehmen. Au. Die Granaten-Bitch. Autsch. Aber wenn man das hier mit jemandem zusammen mit Friendly Fire spielt, dann ist man wirklich verrückt. Also, ohne Witz. Definitiv. Aber. Ich glaube, da würden wir uns nur gegenseitig ankacken. Wäre vielleicht witzig auch, aber. Achtung, da ist wieder der Ticker. Alter, wie weit hat mich. Boah!
verarscht. Duschlampe weg. Oh, ich wollte gerade grenadieren. Ich hab sie aber auf dem Kopf, das ist meine neue Mütze. Ich glaube, das war jetzt die Stage. Das war wirklich total einfach, oder? Ja. Selbst ich bin nur einmal gestorben. Ja. Ja, aber ist doch gut, dann sind wir schneller das durch. Was ein. Was ja, das ich denn? Weiß nicht, ob ich meine eklige Geschichte jetzt gleich erzählen kann, aber... Ja, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, oder? Ja, jedenfalls morgens. Heute wollte ich zum Büro fahren. Und ich bin normalerweise morgens immer kacken. Also die Geschichte hatte von Kot. Wenn ihr damit ein Problem Wahnsinn. Habt, dann solltet ihr den X-Button drücken. Ja, und jedenfalls bin ich dann, also wenn ich ins Büro fahre, ich muss dann noch ganz viele Treppen hochgehen vorher. Weil ich fahre da nicht auf den Fahrstuhl aus Prinzip, sondern ich will dann einfach Treppe gehen, weil Gesundheit und so und keine Ahnung, zu faul in den Fahrstuhl zu gehen. Ja, jedenfalls habe ich dann schon gemerkt, okay, ich muss jetzt aufs Klo. Und das wurde, ja, ich bin so dumm, mit jeder Treppenstufe immer extremer. Und ich musste dann, also ich fange morgens als Erster an, deswegen ist es nicht so schlimm. Ich musste dann so nötig kacken, als ich ankam, dass ich kaum noch laufen konnte. Das hatte ich noch nie. Du warst noch nie auf dem Festival. Doch, war ich schon, aber naja, also das hatte ich wirklich noch nie. Und dann war ich natürlich das Geschäft verrichten, danach ging es mir so gut. Ach, das war so schön. Da musste ich an die Swasspack-Folge mit den Klurix denken. Kennst du die? Nee. Wo es so da Maßeinheit gibt, wie viel man kackt. Und dann gibt's irgendwer, hat irgendwer, Kyle war das, glaube ich, 9 Klurix gekackt, das entspricht Bono. Und dann kam in der Folge auch Bono drin vor. Als größter Kackhaufen und all sowas. Eine sehr witzige Folge. Sled ist übrigens tatsächlich gar nicht so leicht. Nee. Mal davon abgesehen, worüber wir gerade ganz viel geredet haben. Ja. Aber. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Let's Play über Kacke geredet. Über Scheißen, deswegen. Warum eigentlich nicht? Ja, es gab nicht so viele Gründe. Oder hattest du mal ein Scheißerlebnis? Oder auf dem Festival also, oder so? Ja, ich hab ja Super Meat Boy gespielt, ne? Ja. Und in Super Meat Boy ist einer der Endgegner ist ein Kackhaufen. Also ich habe schon mal über sowas geredet. Okay. Das finde ich gut, dass wenigstens ja. Du diese Fahne hochhältst. Nennt man Bildung. Ja. Aua, Gift, aua. Oh, ich lebe noch. Geh du mal vor, vielleicht irgendwie, ja. Ich hätte gerne einen Braten. Also in dem Spiel hier. Sterb an Gift. In echt auch, also aber. Wer will das nicht? Ach, wir müssen, glaube ich, wieder mehr darauf achten, so Sachen am Rand kaputt zu machen, dass da Sachen drin sind. Ja, stimmt. Hier ist ein Apfel zum Beispiel, habe ich mal gerade gefressen. Ja, ich habe ja nichts weiter an wenig HP. Ach so, sorry. Ich hatte aber auch ganz wenig. Und du hast ein Leben mehr als ich. Okay, dann nehme ich den. Nimm mal den Braten. Ach, dieses Giftgesprüh hier. Ja, du kommst da auch kaum raus. Ja. Weil die Charaktere, was wieder unser Kritikpunkt vom letzten Mal schon war, so langsam sind. Ich nehme mal so ein Giftding mit. Damit kann man bestimmt gut Bosse töten. Springen ist gut zum Rauskommen. Das ist zwar, kommst okay. Du nicht schnell voran, aber du kommst zumindest raus. Die Punks ja, werfen genau. Neuerdings mit Gift. Naja. Da geht's weiter. Wieso schiebst du mich eigentlich die ganze Zeit besser? Achso, deswegen. Ich nehme den Apfel, ne? Ja. Oh Gott. Ja, ich hoffe, dass der Sound jetzt nicht zu laut ist. Ich merke gerade, dass der richtig laut ist. Wir hören uns das gleich einfach nochmal an. Im Zweifel drehe ich ihn jetzt einfach mal gerade ein bisschen runter. So, machen wir mal auf. So. Ich hoffe, der Ton passt. Das ist bei dem Spiel ja sehr komisch, weil das Menü eine komplett andere Lautstärke hat als das Spiel. Was ein bisschen nervig ist. Naja. Oh mein Gott. Hier sind übrigens wieder Handgranätchen. Ja. Aber wenn ich bei der Bundeswehr wäre, so im Krieg, hier ein Granätchen für euch. Ein Granätchen. Und in dieser Babidi-Stimme dann. Boah, das kannst du besser als ich Babidi nachmachen, das hatten wir schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, was der gesagt hat, ich hab den ganzen Text vergessen. Wuhu, happa happa. Nee, was? Ich kann mich wirklich nicht mehr. Wir hatten mal den Gag damals, ne? Wo ich das immer. Ich hab aber den Text tatsächlich vergessen, vielleicht war nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, was der sagt. Naja, oh Gott. Ich bin übrigens so gut wie Toad. Mausetoad. Hier links lag doch ein Apfel, können wir zurückgehen? Nee. Den habe ich schon gegessen, glaube ich. Okay. Ich lass dich mal vor. Mäuse. Was ist das denn? Eine komische. Achso, hier, warte mal, wir müssen die Dinger alle kaputt kloppen. Oh, ein Hähnchen. Nom, 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 nom. Renta mit Pommes. Und Lauch.
Ja, wenn du schon dein eigenes Gemüse mitbringst. Ja, das ist das perfekte Pokémon, um es zu essen. Porenta. Die Frage ist, bei der Story dieses Spiels, verwandelt sich der Stuhl in einen Apfel oder ist der Apfel unter dem Stuhl? Das ist die Frage. Achtung, Granate? Ah, fuck. Ja. Nimmst du den oder soll ich den Apfel nehmen? Nimm du den Apfel. Okay. Okay. Den Stuhlapfel. Achtung, Granate? Huah, huah. Was liegt denn hier? Oh, guck mal, da liegt eine Sekretärin. Fangsdame. Es kommt ein Boss, würde ich sagen. Mäuse, Mäuse, Mäuse. Oh, hier ist Mäuse, Mäuse, Mäuse. Hier unten ist irgendwas, das leuchtet zumindest. Über den Stern? Jo. Und den Apfel. Ja, nimm du den. Hä, aber wieso kommen wir denn diesmal so viel schneller voran als letztes Mal? Gott. Vielleicht sind die Level einfach kürzer. Was ist das denn? Ich sehe doppelt. Bam! Ultimate Spam! Wusstest du übrigens, dass diese Woche auch der zweite von Siegfried und Roy gestorben ist? Wer ist denn der zweite? Wie heißen die denn? Ah. Siegfried und Roy? Vielleicht? Nee, die haben echte Namen. Die kommen ja auch aus Deutschland, glaube ich. Ah. Oder aus Österreich. Und der andere von den beiden ist gestorben. Warum ich das erzähle, weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich. Wann ist denn der erste gestorben? Vor ungefähr so 10 Monaten oder so. So ein Jahr. Echt? Ja. Was soll das mit dem scheiß Feuer, ey? Nimm du mal den Braten. Ich habe Angst, dass der gleich kaputt weggeht. Oder soll ich den vielleicht... Soll der weggehen? Welcher Braten? Ach da! Rechts. Hat die gerade geultiert? Ja. Ah, ja. Wahrscheinlich werden die jetzt stärker. Ach, vielleicht gibt's hier auch so Taktiken, von wegen man muss die gleichzeitig töten oder irgendwie so ein Scheiß. Na, glaube ich fast nicht. Nee, dafür ist das Spiel zu stumpf. Hast du noch eine Ulti? Ja, jetzt wäre... Ein Zeitpunkt gewesen, siehst du Spam. Ja, perfekt. Bam! Nice. Dein ist tot, oder? Oder ist die irgendwas weg? Ach nee, die waren gerade genau aufeinander. Die waren innig vereint. Kann man hier irgendwas auf die werfen? Ich kann, wenn er jetzt... Oh, da ist ein Braten, ey. Aber manchmal leuchtet hier was. Die Y-Taste nicht komplett weglassen. Gerade gegen die Bosse finde ich die Y-Taste richtig gut. Ja, ich bin halt vorsichtig geworden. Nice. Bam. Nice Song! Die liegt immer noch. Fliegt immer noch. Hat die keine Hose? Doch, die hat eine Hose an. Hat sie keine Hose an? Oh, schön. Du hast doppelt so viele Punkte wie ich fast. Aber mir liegen solche Spiele auch nicht. So Klopp-Spiele liegen dir besser als mir. Eigentlich liegt mir sowas auch nicht, aber ich bin halt einfach smart. Naja, ich drück die ganze Zeit nur die X-Taste, also. Ja, ich nicht. Das macht mich auch smart. Aber wie ist das denn? Was für einen Vorteil bringt es denn, die Y-Taste zu machen? Wahrscheinlich macht man da mehr Schaden. Es macht mehr Schaden und du hast eine bessere Range und es macht auch ein bisschen mehr Knockback. Kann man dich die verkloppen hier? Nee. Du bist doch nicht irgendwelche Saunagänger einfach so verkloppen. Sauna zieht euch aus. Also vor allem du und ich werden hier. Ja, vor allen Dingen mein Charakter. Ja, stimmt. Das ist übrigens der Turm von Y jetzt. Y ist wahrscheinlich auch ein Bösewicht, ähnlich wie Mr. X. Wie im Intro erfahren haben, um also Möchtegern-Story zu liefern. Die Story dieses Spiels ist nämlich, dass irgendjemand unter den Stühlen Äpfeln versteckt hat und Geldscheine und das Ziel ist es, alle zu finden. Das stimmt. Weil das nicht gut ist. Und die Lebensmittelindustrie es nicht mag, wenn ihre Äpfel versteckt werden. Ah, oh, ich hasse diese Dinger. Was ist denn jetzt? Achso, hä, ich wurde geportet. Ja, weil der hat mich weggeschlagen, der hat mich nach rechts weggekommen und da hat es dich zu mir geportet. Ah, die Musik lässt auch ein bisschen nach hier jetzt. Irgendwie schon, ne? Fetzt nicht mehr so. Okay, ich glaube, ich habe kapiert, wie man greift. Du musst einfach nur an die ranlaufen. Ja, ja. Aber greifen bringt irgendwie nichts. Ja, doch, du kannst dann X drücken, dann schlägt der und dann musst du nochmal und dann wirft er. Ja, es gibt wahrscheinlich ganz viele Kombis, die man irgendwie auswendig lernen kann, aber ganz ehrlich. Nee, ich bin immer noch der Meinung, dass. Warte. Um nicht zu sagen, fast gar nichts. Ich würde das nehmen. Nimm du mal. Warte, wie ist das denn? Wischwob! Ich hab einen Trivia! Geil. Ich will immer Leute mit zu verprügeln, das ist mein Lebenstraum. Aber ich bleib da, wenn man das zu zweit spielt, das Spiel ist es eigentlich schon ganz cool. Ich würde es jetzt niemals alleine spielen, aber. Was? Stirb, du fetter Mensch! Du Sack! So.
Aber die Stages sind kürzer, ne? Und einfacher, oder? Sind wir so viel besser geworden? Wir haben jetzt schon zwei so schnell geschafft, eigentlich. Das ja, und letztes Mal haben wir in drei Parts 6 geschafft. Ja gut, das Tempo ist im Prinzip gleich, wenn wir jetzt nichts mehr schaffen sollten für die nächsten 15 Minuten. Aber ich komme auch mit der Charakter hier deutlich besser klar und ich spiele nicht mehr so mit Y-Spam, weil wir herausgefunden hatten, ich glaube im dritten Part immerhin. Du kannst die aber wirklich, wenn du die grabst, das ist so gut eigentlich. Ja, ich setze das ein, wenn ich die in der Wichszange habe, wie ich das immer so schön nenne, aber um den Schaden zu erhöhen, dafür setze ich Y ein. Oder wäre es mir sowas hier, wenn die mich auf den Sack geht. Nee, ich meine das Grabben gerade, so. Das mit dem Greifen. Das Vorklick damit von hinten. Oh mein Gott! Sind hier irgendwelche Sachen zerstört? Nee, aber in der Vase ist bestimmt was drin. Das könntest du dann nehmen. Geld, warte mal. Geld. Ach, ich will kein Geld. Apfel, willst du den? Soll ich den? Nein, ich nehme. Ich hab ein bisschen weniger. Ich würde mal sagen, der hat halt weniger. Was ist das? Die haben Waffen, die können bestimmt schießen. Hau mal eine Ulti vielleicht raus, damit die Waffen fallen lassen. Das habe ich doch auch benutzt, aber er hat die nicht anerkannt, die Eingabe, sehr gut. Ich nehme mal das Hähnchen, ne? Das Porenta. Ja. Ich nehme das Porenta. Frage ist, was haben die mit dem Lauch gemacht? Ist sie böse? Weiß nicht, eine Suppe wahrscheinlich. Aber jetzt mal ohne Witz, weiße Anzüge sind eigentlich scheiße, aber wenn schwarze Menschen die anhaben, sieht das cool aus, oder? Ja, ich finde weiße Anzüge eigentlich auch sowieso geil. Nee. So, hier ist ein Apfel, also, den kannst du mal nehmen. Was du zum Beispiel auch machen kannst, ist zweimal nach vorne drücken und dann irgendeine Attacke, dann macht er irgend so einen Special Move. Manchmal greift dich ja auch sofort unten an, weil ich irgendwas drücke, ich weiß nicht was, aber... X und A vielleicht. Ich spiele das einfach, wie ich früher Tekken gespielt habe. Beschissen? Ja. Es gibt übrigens noch so ein ähnliches Spiel wie das hier, was allerdings cooler ist. Kennst du Fighting Force? Nee. Das gab's fürs N64 und für die Playstation, also Fighting Force 64 und Fighting Force. Das war eigentlich echt ganz cool. Das war so in 3D. Also im Prinzip das gleiche wie das hier. Nur in 3D und mit in deutlich besser, meiner Meinung nach. Fighting Force 64, das musst du dir mal angucken. Wenn es irgendwie möglich wäre, könnte man das auch mal zweit spielen. Hat mich gerade das Hühnchen hin. Hast du das schon gegessen? Ja, ich bin fast tot gewesen, weil der mich viermal oder dreimal runtergeschubst hat. Ja, der hat mich immer gegrabt und runtergeworfen. Der das kostet doch kein Leben. Doch, das sieht ja jedes Mal voll viel ab. Nee, aber guck dir das mal an, Fighting Force. Das ist so wie das hier? Nee, ich finde solche Spiele wirklich schrecklich. Ja, pass auf. Aber es ist nicht so wie das hier mit langsamer Steuerung und so. Sondern es ist so in 3D, wie so ein typisches N64 PlayStation Action Spiel. Es ist nicht so langsam. Das ist ein Bullshit, Mann. Ich bin wieder gestorben. Die kicken einen wirklich die ganze Zeit runter und machen dann eine Million Schaden damit. Ja, ich bin in meinem letzten Leben, ne? Scheiße, dann sollte ich nach vorne gehen. Kannst du das skippen? Das ist nämlich so dermaßen uninteressant gemacht. Ach, das ist doch so spannend hier. Das ist aber der Endboss, wir wissen es nicht. Oh mein Gott. Ich spam mal direkt die Ulti raus. Der wird uns gleich töten. Na, du bist doch gar nicht nah dran. Ja, das war leider ein bisschen verschwendet. Egal, Verschwendung ist mein 14. Vorname. Du musst versuchen, ein bisschen auszuweichen, wenn der ausholt. Okay. Nimm das Hähnchen mal. Nimm den Apfel. Ich brauch das Hähnchen nicht, ich bin voll. Ich hab nur keine Leben mehr. Okay. Aber lass es mal noch liegen. Ah, scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nimm das Hähnchen. Okay, ich werd's gleich brauchen, ja. Pass auf, geh weg. Wenn er so ausholt, musst du weggehen. Ja, ich hab grad Y gedrückt, weil ich dachte, dann unterbricht das vielleicht. Fuck. Man muss hier wirklich ein bisschen klug vorgehen. Immer so drei, vier Schläge und dann wieder weg. Wow. Geht dann noch schneller als eben. Ja. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass dann diese Typen dazukommen hier. Ah, fuck, ey. Zum Glück schießen die nicht mit ihren Knarren, das hat mir ein Problem. Ja, ist vor allem auch einfach doppelt so schnell wie ich. Ich kann gar nicht von dem weglaufen. Ach, das ist ein Bullshit, ey. Ich hasse dieses Spiel. Das ist wirklich Müll. Oh mein Gott. Also ich schlage vor, wir stellen Leben gleich vor, dass wir das einfach schneller durchspielen. Also das nicht. Das ist halt wirklich ein Schwachsinnsmatch hier gerade. Den Boss finde ich halt wirklich ein bisschen unfair, muss ich sagen. Guck mal, wie schnell der sich bewegt. Du kannst nicht mal ausweichen. Achso, der dreht sich. Haben wir irgendwas zum Werfen oder so? Werf mich!
Ja, danke, liebes Spiel. Ja, guck mal, der läuft einfach an. Das ist eigentlich Schwachsinn. Oh, ja, wie soll ich das denn schaffen? Ja, also das Level war der größte Bullshit des gesamten. Ich stell mal die Leben hoch. Schon, ja, was selbst schon. Rico, tu einfach so, als wenn du das nicht merkst. Nee. Vielleicht ist das auch der Endboss, weil war Y nicht der Böse? Ich meine, es gäbe aber 12 Kapitel, haben wir uns noch spoilern lassen. Es sind noch 2 Felder frei da hinten. Okay. Ja, da leckt das gerade ein bisschen? Nö. Okay. Fühlt sich ein bisschen laggy an, aber na gut. Ja, mit 5 Leben, wenn wir mit 4 Leben dahin kommen, dann sollten wir es eventuell schaffen. Es gibt übrigens eine ganz einfache Sache, um dieses Spiel von scheiße zu vernünftig zu ändern. Ja. Wenn man nicht in Zeitlupe laufen würde. Das ist alles, was, was du brauchst, um das Spiel sinnvoll zu machen. Ich weiß nicht, wer diese dumme Idee hatte. Es muss ja nicht mal viel sein, weil es ist einfach so ein Stück schneller. Und wie langsam du läufst, das ist... Oh. Ja. Das ist aufregend. Wie gesagt, auch wenn du solche Spiele eher nicht so magst, Fighting Force, sowohl 64 als auch für die Playstation, ja, wobei das könnte auch das gleiche sein. Das ist eigentlich ganz cool. Ich fühle mich schon sehr genötigt, dass ich das spielen muss. Also ich habe echt das Gefühl, dass auch manchmal die Frames ein bisschen einbrechen. Vielleicht liegt es auch an dem Online-Spiel von uns beiden, weil wir das ja online spielen. Ach, ich finde einfach diese... Das ich nehme mal den Braten so hier, ne? Statisch. Ja, ja. Es ist halt alles viel zu statisch. So ein Spiel muss ein bisschen geschmeidiger von der Hand gehen. Ja, ich glaube, der in Anführungszeichen Gag an dem Spiel ist, dass es halt... Es ist ja Street of Rage 4. Wahrscheinlich wollen die so ein bisschen eine Hommage an die ersten 3 Teile, weil das halt früher so war, aber... Weiß ich nicht, man kann es ja trotzdem schneller machen und einen Verteidigungsknopf geben. Das ist halt das, was mir am meisten fehlt. Den Verteidigungsknopf. Vielleicht gibt es den ja auch. Aber ich finde das Spiel, also Rikus findet es eher nicht so gut, hat er schon gesagt. Ich finde es tatsächlich mittelmäßig. Also, ich finde es okay eigentlich. Aber ich würde das niemals alleine spielen. Niemals. Ich glaube, ich würde es lieber alleine spielen, weil du. Weil ich scheiße bin. Mich runterziehst. Nee, also so vom. Ich sag mal so, vom gesellschaftlichen her ist es natürlich viel besser, das zusammenzuspielen. Aber ich spiele sowas lieber alleine, weil ich dann Fehler besser ausmerzen kann. Ja, klar. Du? Das kann ich verstehen. Okay. Ich spiele das hier eher so casual, just for fun. Ich rede ja auch Dünnschiss dabei. Also Dünnschiss nicht im wahrsten Sinne des Wortes Dünnschiss, weil heute Morgen, das war kein Dünnschiss. Das war einfach nur viel. Um nochmal zum Thema zurückzukommen. Aber, ja. Wir haben ja einen Bildungsauftrag. Nein, haben wir zum Glück nicht. Oh. Entspann dich, Rikus, wir werden es schaffen. Durch die Macht des Cheatens und Betrügs. Das ist halt einfach nur nervig. Vor allem jedes Mal, wenn du dich mit einem Gegner beschäftigst, kommt der andere hin und wirft. Oh Mann! Rein, die hasse ich, diese Dinger hier. Und gleich kommt dieser scheiß dreckige Drecksfahrstuhl. Da werde ich mit. Dann kommt wieder einer, das ist auch so was, kommt einer aus der Seite gesprungen, ohne dass du ihn sehen kannst und trifft dich direkt voll im Face. Ja, das ist nicht so geil. Hm. Wenn der das einfach macht, wenn der das macht, einfach hinlaufen und dann ihn grabben. Nimm du mal den Apfel. Ja. Okay, jetzt könnte ich ihn auch. Ach, leck mich doch, ey. Also ich finde das Spiel teilweise ein bisschen unfair. Vielleicht sind wir zu scheiße, insbesondere ich. Das würde ich nicht ausschließen, dazu würde ich auch stehen. Ja, kann sein. Aber irgendwie, ich finde das Spiel teilweise unfair. Es ist ja auch behindert. So unfair. Gleiches Wort. Kommt das gleiche raus. Warte mal, da war glaube ich nur Geld drin, ne? Aber vielleicht haben wir doch Happa Happa für Papa Nappa. Irgendwo war was drin, ich glaube hier. Nee, ja, weiß ich nicht, 100.000 Ultimates, willst du die nehmen? Mir egal, ja, ich nehme die einfach. Oh Gott, wir können ja direkt eine raushauen bei den Pistoleros. Ach Quatsch, die sind doch lächerlich. Verstehst du, was ich meine? Ja, und ich gebe dir recht. Warte mal, ist da noch Happa? Da ist Happa für dich. Okay. Warte mal. Ah, sorry. Ja, ja, nee, wenn es so ein Strich ist, der mir fehlt. Da war der Geldkoffer drin. Der Geldkoffer oder der Zonk. Oh, die Serie. Ein Streamer, kennst du Nerd Over News? Zufällig? Nee. Das ist auch ein YouTuber, der macht so Nintendo News und so, den gucke ich ganz gerne. Und der hat das gemacht. Der hat einfach mal so eine 90er Jahre Spielshow geguckt und das bei Twitch einfach angeguckt und moderiert. Das war auch ganz unterhaltsam. Okay, cool. Ich habe irgendeinen Erfolg oder sowas bekommen. Hier zieht's. Ja, wir haben beide Seiten. Zerbricht beide Fans. Oh ja, wow. Ja. Also das habe ich jetzt einfach mal geschlussfolgert. Dieser Erfolg ist mir so viel wert. Ich meine ganze Videospielkarriere darauf gewartet, diesen Erfolg zu erringen. Ja, genau. Der Block, verdammte Rohrstange. Sau.
Wie stehst du eigentlich so zu Erfolgen? Hast du schon mal irgendwie Erfolge gemacht oder sind die dir scheißegal? Ist mir wirklich scheißegal. Ich sehe da keinen Sinn da drin. Wenn ich ein Spiel gerne zu Ende spielen will oder 100% spielen will, mache ich das, weil ich das Spiel 100% spielen will, aber nicht, weil ich irgendeine Trophäe brauche. Das sehe ich tatsächlich genauso wie du. Ich dachte, wir könnten eine Diskussion an, aber nein, wir haben die gleiche Meinung. Nee, ja. Ich sehe da halt einfach keinen Sinn dahinter. Wie gesagt, wenn mir das gefällt, spiele ich es und wenn nicht, dann nicht. Ja, manche sehen ja dann so Achievements als noch extra Schwierigkeit. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, mach das und das unter der und der Bedingung. Okay, wer das machen will, ist okay. Aber ich will spielen, also ich habe das Problem damit, ich möchte Spiele selber entdecken. Und wenn ich in Herausforderung setze, will ich die mir auch selber geben. Wenn ich, also zum Beispiel aktuell ist ja auch PES in dem Game Pass hier drin. Und dann hat meine Frau, spiel doch bitte PES bei mir auf dem Fernseher. Und ich hab's halt sonst auf der Playstation mit Option-File und Originaldaten. Ne? Und da dachte ich mir, okay, ich spiel's auf dem Fernseher, was könnte ich machen? Ich mache mir selber eine Herausforderung. Ich erzähle jetzt gerade, deswegen lasse ich die mal gerade laufen, die Sequenz. Ich mache mir selber eine Herausforderung, indem ich jetzt einfach mal eine WM mit Island spiele, im höchsten Schwierigkeitsgrad. Weißt du? Ja. Und ich habe da nicht diesen Drang, das machen zu müssen und dafür ein Achievement zu kriegen. Ich will mir einfach selber diese Herausforderung setzen. Und ich weiß nicht, ich brauche keine Achievements. Das ist sogar nicht schlecht. Warte mal, ich hol mir mal den Braten hier. Ne, hol du dir den. Ich bin tot, kannst du haben. Kamehameha! Ne, und aber es gibt ja auch eine Seite, retroachievements.com, das ist das ja auch so. Das macht keinen Sinn. Man kann sich rausmelchen, wenn der einen grabbt. Wie? Ach, das ist ja geil. Wie? Tastenmelchen. Okay. Alles. Das kann ich auch. Sword! Nee, kennst du retroachievements.com die Seite? Nee. Da haben die extra Achievements gemacht für alte Retro-Spiele, so Super Mario World zum Beispiel, macht die Spezialwelt alle Level in kleine oder sowas. Aha. Und dann kannst du das mit RetroArch verbinden, also diesen Emulator, Multi-Emulator, den ich dir und Zelda schon mal genannt habe. Und dann kannst du das damit so verlinken, dass du auch so Erfolge kriegst wie hier mit der Xbox. Gut, wenn mich jetzt Erfolge interessieren würden, wäre das interessant. Aber ja, genau. So. Aber... Boah. Ist auch nichts für mich. Aua. Geh weg, der grabbt. Aber ist, finde ich, eine Entwicklung mit diesen Erfolgen. Ich glaube, Microsoft hat die eingeführt, ne? Also mit der Xbox, glaube ich. Wenn man darauf steht, es gibt ja auch so Streamer, die mittlerweile nur so auf Erfolge gehen. Und halt alles streamen, wie die Erfolge sammeln. Ab. Ciao. Aber nichts für mich. Reiß dich zusammen. Was meinst du? Besiege den besessenen Max, reiß dich zusammen, habe ich freigeschaltet. Oh, klasse. Rikos Longos hat das Spiel pausiert. Entschuldigung. Bist du raus? Nee, okay. Ich habe nur kurz in die Xbox. Wir haben 27 Minuten, das ist gut, weil ich gerade zufällig auf die Aufnahme geguckt habe. Ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Auf Wiedersehen, bis dann. Tschüssi. Tschüss.